Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Quest. Ich habe beschlossen, jetzt nur noch sporadisch Videos dazu zu machen. Ich habe ja schon darüber geredet, dass es eben wie ein Mobile Game ausgelegt ist und so. Und dass ich euch dann immer wieder, wenn es irgendwas Spannendes gibt oder so neue Bosskämpfe, dass ich euch dann was zeige und zwischendurch halt alleine grinde, weil das Gegrinde ja im Let's Play relativ wenig Sinn macht. Oder hier zum Beispiel, wenn wir jetzt, hier habe ich einen Kochtopf mit einem neuen Rezept drin. Liebesspeise von gräulichen Pokémon. Was ist das? Ein Rihorn ist das. Sowas kann man dann immer wieder zeigen, weil halt was Neues passiert, was man noch nicht gesehen hat. Mit Rihorn angefreundet, Level 15. Ich glaube, das eignet sich aber auch am besten zum Trainieren. Keine Ahnung. Und schwupp, oder ich habe jetzt zum Beispiel in einem Achievement, beziehungsweise für ein Achievement, den bronzenen Kochtopf gekriegt. Das klingt wie so eine Kochauszeichnung. Preisträger des bronzenen Kochtopfs. Ach komm, hau einfach zufällig irgendwas rein und dann auf gut Glück. Hier auch nochmal zufällig alles reinhauen. Schwupp. Und dann gehen wir mal weiter auf Inselerkundung. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich eigentlich stehen geblieben bin. Ah, richtig, wir haben ja 3 neue Level freigeschaltet, die wir wahrscheinlich nach der Stärke machen würden. Bonustyp Flug, der Wüstenberg, okay. Flug habe ich eh nix. Es tut mir echt leid, wenn meine Stimme noch ein bisschen tot klingt. Aber das ist jetzt die erste Aufnahme, die ich mache, seit ich von Rock im Park wieder daheim bin. Und ich hatte die ersten Tage echt gar keine Stimme. Also das war ja... Ah, oh, alter Schwede. Das war fast so schlimm wie damals, als am Wochenende nach Rock am Ring. Also da war ich bei Rock am Ring. Bin sonntags heimgekommen und montags haben bei mir ums Ex-Layer gespielt, wo ich mit meiner Freundin hingegangen bin. Und ich konnte danach... Ungelogen, ich konnte gar nicht mehr sprechen. Ich hab so geredet, weil es ging halt gar nicht mehr. Es ging halt überhaupt nicht mehr. Jetzt konnte ich zum Glück noch reden, aber es war nichts, was ich irgendwie sonderlich schön angehört hätte. Ja, das ist so der Nachteil nach Festivals. Wenn man dann erstmal eine Woche braucht, um sich zu erholen und wieder runterzukommen. Oh, ein Nidoran. Ich glaube, es ist männlich. Ich weiß. Es ist peinlich, doch. Das müssten männliche Nidoran hier sein. Evoli kriegt gerade wieder richtig auf den Sack. Keine Ahnung, wie es das anstellt, aber Evoli schafft es irgendwie immer richtig auf den Sack zu kriegen. Unfassbar. Ein Phänomen. Und da ist es besiegt. RIP Evoli. Aber wir müssten eigentlich nach den 2 Pokémon... Ja. Die 2. Stufe abgeschlossen haben. Und wir haben einen Stein gedroppt gekriegt. Evoli lebt auch gleich wieder einen Mashok. Komm ran. Na, das wäre doch gelacht, wenn wir das Mashok nicht irgendwie klein kriegen würden. Oh. Sagt ihr, und das kassierte voll. Das läuft gerade alles gar nicht so nach Plan, wie es eigentlich nach Plan laufen sollte. Okay, jetzt läuft alles nach Plan, wo die ganzen Machollos weg sind. Was macht da so komische Geräusche? Ist das Evoli? Macht Evoli diese komischen Geräusche? Bald ist ja auch wieder E3. Ich wurde schon gefragt, ob ich da einen Livestream zu machen kann, beziehungsweise ob ich da auf meinem Kanal einen Livestream zu mache, zu den E3-Pressekonferenzen. Allerdings muss ich leider an den Tagen arbeiten. Da bin ich vermutlich erst so gegen 1 nachts zurück und ich weiß leider nicht, die Uhrzeiten von den Pressekonferenzen. Es kann sein, es sind immer nachts irgendwo irgendwelche. Aber ich kann da nichts versprechen. Ich wollte mal ganz kurz gucken, wie lange das Essen noch kocht. 5 Runden. Okay.
Ich habe gerade eben einen neuen Stein gedroppt. Den könnte man natürlich... Hier, guck mal. Kriegt Evoli einen schönen Schadensboost und den hier rein. Das war ein Regenerationsstein, gell? Erholungszeit nach K.O., Volltreffer, Schaden, Geschwindigkeit. Und du bist... übrigens ein ziemlich starker Erholungszeit, Volltreffer und Geschwindigkeit. Ah. Dann kriegt Evoli hier gerade voll die ganzen geilen Steine ab. Ist aber okay. Damit kann ich definitiv arbeiten. Wenn Evoli hier ein bisschen... Keine Ahnung. Ich habe übrigens ein bisschen recherchiert und rausgefunden, dass ich Pokémon ganz normal... Das ist hier Wassergrotte, ganz normal per Level-Up entwickeln. Was ich angenehm finde, weil das... Wenn man dann hier irgendwie wieder ein neues Konzept einführen würde, das wäre strange. Und es sind auch die normalen Level, auf denen sich die Pokémon normalerweise entwickeln. Vulpix war vielleicht keine gute Wahl, hier mit reinzunehmen. Oder dass man... Keine Ahnung, es ist ja so, bei Mystery Dungeon ist es ja so, dass man sich auch nicht normal entwickelt, sondern... Man hat eben irgendwelche speziellen Orte aufsuchen muss, um sich zu entwickeln. Wertvolle Essenszutat. Nice, und ein Stein. Sollen das Nebulak sein? Das sind ja... Also das sind schon sehr coole... Das ist schon sehr cool gemacht. Der Style von den Nebulaks. Aber seht ihr, jetzt passiert zum Beispiel in der Folge wieder gar nichts. Und sowas will ich halt dann dadurch vermeiden, dass ich eben nur noch vereinzelt... Vermutlich werde ich halt auch erst... Ich werde halt jetzt jedes Gebiet zeigen, immer wenn wir neue Gebiete freischalten. Und vielleicht kommt am Ende des Spiels noch irgendwas Spannendes. Und den Rest würde ich dann halt, ja, privat dann nebenbei laufen lassen und so. Weil es ist halt, oh, ich kämpfe gar nicht automatisch. Das war peinlich. Die haben überhaupt keine Attacken eingesetzt. Upsi. Das war ein Walzer, glaube ich. Deswegen schaue ich, dass ich vielleicht Pokémon Quest, dass ich sage, ich bringe das jetzt noch zweimal die Woche oder so. Werden eh nicht mehr viele Folgen, wie ich das jetzt mache. Dass ich euch das halt zeige, weil ich will euch das zeigen. Ich sage, ich mache das jetzt zweimal die Woche und die restliche Zeit kommt eben wieder wie gewohnt, wie davor schon Yonder. Weil ich da auch langsam wieder vorwärts kommen will. In Yonder. Auch schon einige zukünftige Projekte im Blick, die ich gerne machen würde, wo ich mal gespannt bin, inwiefern sich das umsetzen lässt. Ich habe zum Beispiel Pitfall im Auge, das ist so ein... Ah, was ist das? Das ist eigentlich so ein Rätsel-RPG, 3D-RPG im Dschungel. Für die PlayStation, beziehungsweise ich habe es für die GameCube, die Version. Pitfall, die verlorene Expedition, das ist auch... Pitfall ist ja auch so ein Kultspiel, ne? Der erste Teil war ja so einer der ersten Jump'n'Runs. Noch vor Super Mario. Aber hat sich ja dann auch in den dreidimensionalen Raum weiterentwickelt. Und ist jetzt mehr auf Rätsel ausgelegt. Es ist auch so ein bisschen Zelda-esque. Aber eben auch nicht richtig. Es ist schwer zu beschreiben. Das will ich auf jeden Fall demnächst let's playen. Und dann... liebäugel ich ja schon seit Jahren mit Dragon Quest 9, was ja richtig lang mein absolutes Lieblingsspiel war. Das Problem ist nur, dass ich da Angst habe, dass ich damit meinen kompletten Kanal zerstöre. Weil es wird halt ein 300-Folgen-Projekt. Weil dieses Spiel eben so lang ist. Und ich habe Angst, dass ich dadurch dann eben... Klar, ich mache auf meinem Kanal Videos zu Spielen, die mir Spaß machen und so. Aber dass ich dadurch eben alles zerschieße, weil ich dann so null Abwechslung habe, dann keiner mehr Bock hat auf meinen Kanal, weil... Keine Ahnung, es ist halt so, dass Let's Plays, wenn dich ein Spiel nicht interessiert, dann guckst du kein Let's Play dazu. Deswegen kommen Let's Plays ja auch unterschiedlich gut an. Und ich will jetzt den Kanal nicht irgendwie, keine Ahnung, 300 Folgen. Das ist ein Jahr, wo ich dann einen meiner zwei Slots, die ich auf meinem Kanal habe, zwei Projekte, komplett... lahmlegt und wenn eben den Leuten weder Dragon Quest noch das andere Projekt, das eben parallel läuft, gefällt, dann ja, haben die halt ein Jahr lang nichts zu gucken auf meinem Kanal und da fehlt eben auch so ein bisschen die Auswahl, finde ich.
an Projekten. So wie es jetzt ist, ist es ja schön. Da wechselt dann regelmäßig, dann gibt es regelmäßig neue Projekte und es wechselt regelmäßig was. Und es ist eigentlich sehr angenehm. Für alle Beteiligten. So. Soll ich mal schon? Nee, 3400. Ach, komm. Einfach uns mal zu zeigen, auch wenn wir vielleicht abkratzen werden. Deswegen bin ich da echt noch am Abwarten, ob ich das Projekt jetzt wirklich starte. Das wäre eigentlich, wenn, dann schon in kürzerer Zeit, weil ich will das schon so lange machen und ich habe schon so lange alles bereit von Aufnahmetechnik und Layout und alles habe ich schon so lange gemacht und ich bin die ganze Zeit echt am Überlegen, so willst du wirklich ein Jahr lang einen kompletten Slot auf deinem Kanal belegen dafür? Ich meine, es sagt jetzt auch so, ja, ja, ist ja nicht so. Aber wenn ihr euch überlegt, das wäre dann halt bis Juni 2019 würde dieses Projekt gehen. Wenn ich jetzt anfangen würde, was ich ja nicht tue, weil ich noch Projekte am Laufen habe. Oh, das ist halt schon happig, wenn man das so überlegt. Oh, Glumandas! Oh, wie süß! Oh mein Gott! Aber es ist lustig, wenn ihr jetzt so in der Zukunft das Projekt hier guckt. Und ihr könnt einfach auf meinen Kanal gehen und gucken und dann seht ihr so, ja, der hat einen Dragon Quest Let's Play gemacht, es geht 180 Folgen und keine 300. Voll dumm, der kann ja voll nicht schätzen, der Typ. Was ist denn das für einer? Und Traumatos und Radikals. Naja, ich würde es echt gerne, weil es ist echt ein super Spiel, aber ich weiß halt nicht, ob das Interesse da ist oder ob ich extra für das Spiel eine Umfrage mache, ob wirklich das Interesse für dieses Spiel da ist, weil ich weiß halt nicht, ob ich dann auch die Motivation habe, ein Projekt 300 Folgen über den Kanal zu schleppen, wenn es halt null Zuschauer hat. Na, also, ich denke, einer wird sich da bestimmt finden, der sich da erbarmt und das Let's Play schaut, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist natürlich dann auch demotivierend. Da kann ich es genauso gut nochmal privat spielen. Nebenbei muss dann nicht jedes Mal, wenn ich das Spiel aufnehme. Aber ich teile sowas hier gern mit euch. Deswegen mache ich ja auch Let's Plays. Weil ich gern die Spiele, die ich mag und generell mein Hobby mit euch teilen will. Was ich recht cool finde, was mir gerade auffällt, beziehungsweise was ich recht cool fände, wäre, wenn ich da jetzt, wenn Relaxo oder das Mauzi jetzt zum Beispiel gegen den Abgrund rammt, wenn es da einfach runterfallen würde und automatisch besiegt wäre. Das wäre cool, aber ich glaube, das würde dann einen zu taktischen Aspekt reinbringen in so ein Mobile-Game. Und wir rasieren hier doch überraschend gut durch tatsächlich dafür, dass wir so viel schwächer sind, als wir sein sollten, auch wenn Evoli jetzt gleich wieder besiegt wird. Goddammit, Evoli! Goddammit! Dann werde ich auch schauen, dass ich die Folge jetzt vielleicht ein bisschen kürzer mache, dass wir halt jetzt nach dem Abschnitt hier schon aufhören, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie die Ebene gerade heißt, da habe ich gar nicht aufgepasst, weil ich da gerade so mich in Rage gequatscht habe, nicht wahr? Der Abschnitt, bei dem wir uns gerade befinden. Oh, mir fällt gerade auf. Es wird ja dann auch wieder, also bei Dragon Quest, es würde dann voll viel gegrindet werden. Ich bin echt unschlüssig, ob ich das machen soll. Weil ich gerade auch ein echt... Oh, jetzt nur Billigkeit. Ich habe gerade ein echt sehr zufriedenstellendes Kanalwachstum. Also es macht mich echt glücklich, dass so viele neue Leute dazu kommen. Und wenn dann halt auf einmal das alles dadurch zerstört wäre, dass ich eben ein Jahr lang ein Projekt mache... Das wäre natürlich auch deprimierend. Das ist jetzt auch nicht so ein Spiel, wo so groß jeder nachschreit. Aber ich habe genug über Dragon Quest geredet. Habe ich genug drüber gequatscht. Und da ist Evoli wieder, weil es zwei Steine hat, die einfach seinen Respawn verkürzen. Mega gut. Das passiert trotzdem. Oh, jetzt kassieren wir gerade alle richtig. Wie lange braucht Relaxe zum Respawn? Das könnte klappen, könnte aber auch richtig... Okay, das könnte klappen. Relaxe, das schaffst. Okay, Relaxe respawnt in Time. Das ist gut.
Oh Gott, es ist gerade stressiger, als es sein sollte. Relaxo ist wieder da. Aber dafür geht gleich Evoli drauf. Oh, Relaxo hat echt wenig HP. Oh, wie uncool. Okay, das verliere ich, wie erwartet. Ja. Oh, ich meine, das habe ich nur gemacht, um euch zu zeigen, wie es aussieht, wenn man Game Over geht. Ja, komm, gib mal die 10 PS-Gutscheine aus. Wir haben ja genug, ne? Ich hätte echt gerne den Stein. Ein bisschen Erfahrung gibt's auch. Härtestein, Volltrefferquote plus 8. Hat sich ja fast gelohnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in Pokémon Quest wieder, wenn ich hier 3 Bosse freigeschaltet habe. Und dann machen wir in der nächsten Folge die 3 Bosse. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.